Herzlich willkommen zur vierten Folge Transocean mit dem Felix. Tag. Bis Asien Süd. Fahren wir zum Reparaturdock, würde ich mal sagen. Schleppergebühren. 200.000 für die Schleppergebühren, Alter. Katastrophal, ey. Die Schlepper nehmen ordentlich was hier. Aufträge drin. 37 Millionen. Wo? Dafür darf ich aber einmal die ganze Karte dann fahren, ey. Ach so, jetzt für das große Schiff. Das stimmt natürlich. Aber gut, das haut natürlich dann rein. Problem ist, dass dieses Spiel, wenn du die richtigen Schiffe dir kaufst, also im besten Fall Container oder Tank, nachdem du halt einigermaßen Gebiet geholt hast, du halt recht schnell davon ziehst dem anderen, wenn der halt das nicht gleichzeitig kaufen kann, so ungefähr. Oh, das ist richtig. Bei 37 Millionen fahre ich 80 Aufträge. Ich habe den ja nicht genommen, weil der rot ist, Ja, also irgendwas Illegales oder so, aber. aber als Beispiel halt, ne? Nee, 100. Nee, das war doch nicht da. Das war doch hier. Reedereienübersicht, ne? Da, Finanzen, Firmenwert. Ja, Felix ist bei 300 Millionen, ich dümpel hier bei 50 Millionen Sagen klingt fair und ausgeglichen. Hallo Leute, rum. chillt, ich komme nicht hinterher, ruhig. Dann fahren wir nochmal nach Hamburg und Rotterdam. Klar, habe ich eine Rakete oder was als Schiff? In unter einem Tag eine Strecke von 9 Tagen fahren mit Fullspeed, jo. Für die ganzen Aufträge, die nur Geld bringen, sind die ganzen, die du nicht mehr rechtzeitig ausliefern kannst. So, egal was du tust. Das kann durchaus möglich sein. Das kann möglich sein. Die Raffinerie in Mombasa wurde gekauft. Was wurde in Mombasa gekauft? Wo ist überhaupt Mombasa? Woanders. Ach da. Fährst in Afrika Ost also rum. Du holst jetzt also alle Gebiete, die nur noch 3 Punkte haben. Also du denkst, die kann ich nicht, wenn du da eins gekauft haben, noch wieder umdrehen sozusagen. Wir klauen. Alle Schiffe runter da, schnell. Ja gut, ich sage mal so, ich versuche jetzt gerade in Runde 4 dann nochmal einmal kurz anzugreifen, indem ich jetzt Afrika Osten schnell hole und damit den Regierungsbonus auslöse und eine Wirtschaftskrise in ganz Europa auslöse und in Europa alle Einnahmen um 75% reduziert werden.
dann fahre ich ja auch schon in Nahost rum. Siehst du? Ich habe ja auch ein Sch das große Schiff mit der in Afrika rum, also bräuchtest du eine Krise in Afrika auslösen. Wo fährst du in Afrika rum? Bist du da? Rechts oben. Also Port Said die Richtung. Das ist aber Europa, wo du da fährst, aber ist egal, ne? Nee, ich komme aus Europa raus, ich war aber gerade eh die ganze Zeit rechts unten. Ich habe gerade einmal was Richtung Europa gebracht. Ist wirklich so. Na dann. Was machst du für einen Cashflow in diesem Monat zum Beispiel jetzt? Zu viel? Was sag doch mal. Dreistellige Million, 170. Okay. Sag doch zu viel. Interessant. Wobei ich jetzt schon theoretisch gesehen überlegen kann zu sagen, ob ich jetzt die ganzen verhältnismäßig kleinen Schiffe einfach alle langsam wieder rausnehme und dafür dann mit weniger Schiffen, aber mehr Größen halt fahre. Ja, der Effekt jetzt von 5 Schiffen ist jetzt dann halt fraglich und so, ne? Eventuell bei dem einen Auftrag 14 Tage drüber. Was? Respekt. Danke. Problem ist nämlich, die ganzen Kleinschiffe kriegen einfach keine Aufträge, die sich wirklich lohnen. Also zumindest die, die für RP fahren. Davon abgesehen lohnt sich die RP-Schiffe sowieso in der Ecke nicht mehr eigentlich. Ich meine, ich habe Europa Nord eh 3 Punkte drin, also kannst du es nicht mehr überstimmen. Europa Mitte ist schon alle Punkte vergeben. Das heißt, eigentlich ist wäre es nur noch schlau, halt in den anderen Gebieten zu fahren, die du noch nicht eingenommen hast. Brauchst du eh nicht Wobei. mehr, ich brauch's eh nicht mehr hinfahren, weil ich du bist eh unüberholbar vorne. Zollkontrolle. Eines ihrer Schiffe wird aufgehalten. Also von daher kann es dir vollkommen egal sein. Eigentlich. Wo ist denn hier Siegpunktestand? Guck mal, du machst jetzt in der Runde bist du 24, dann bist du bei 56 Punkte. Wo soll ich denn noch aufholen? Ein Klasse 3 Schiff werde ich mir definitiv nicht erlauben Was ist mit dem Klasse 4 Schiff dann nächste Runde? können. Der war gut. Die kosten gar nicht mal so viel mehr, ist das traurig, ne?
Ne, aber der war echt gut. Willst du fährst an Orten rum, wo ich noch nicht mal in der Nähe war? Ja, Afrika Ost zum Beispiel war ich noch nicht mal in der Nähe. Ich dachte, ich fahre jetzt mal so woanders hin. Ich fahre Ach jetzt so, gerade nach da. nach Südamerika Ost. Nee, gar nicht. Südamerika West. Ich fahre hier irgendwo in der Pampa rum. Die Raffinerie in Dakar wurde gekauft. Ich find's schön, dass du sagst, ja, aber kaufst immer mehr vor Orte. Die bringen auch Geld, das weißt du, ne? Kann ich dir ganz nur sagen, oder? Ich mache mit meinen Zweigstellen mehr als mit meinen Schiffen. Davon war auszugehen, ja. Und ich vermute mal, dass du darüber lachst, wenn ich dir sage, was ich an Cashflow in der Woche mache. Mit jetzt der Raffinerie. 5 Millionen. Immerhin. Okay, jetzt habe ich mal einen richtig guten Auftrag bekommen. Also ich habe im, warte mal, ich habe im August einen Cashflow von 640.000 minus gemacht. Davor 4 Millionen minus. Katastrophe, ey. Was für Zollkontrolle? Gib mir doch nicht auf den Senkel damit. Was ist wieder Klasse 3 Schiff? Ja, siehst du. Was soll ich da noch groß gegen machen? Das ist krank, was du mit bestimmten Upgrades verdienen kannst, wenn du sie hier auf dem Ding drauf hast, ne? Von Upgrades bin ich noch ganz weit entfernt. War auch nicht davon. Die Rede, dass du die haben sollst oder haben tust oder haben musst oder was weiß ich, sondern einfach nur die Feststellung, dass du hier an einem Ort, wenn du brennbare Stoffe hättest, einfach mal so eben spontan 60 Millionen mit einem Transport machen kannst. Ja, das verdiene ich mit Zweigstellen in 3 Monaten. Aber ich habe die Upgrades ja auch nicht. Ach, ihr habt keine illegale Ware gefunden. Das ist ja ein Zufall. Damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Die Runde endet in 10 Tagen. Manche Aufträge sind aber auch echt sehr interessant, muss man schon sagen. So in einem Tag eine Strecke von 26 Tagen fahren und dafür nicht mal viel Geld bekommen, so ungefähr. Da hast du am Ende doppelt so viel Geldstrafe, wie du bekommen würdest, wenn du es rechtzeitig abgegeben hättest. So.
glaube ich. Kann Ausrede gefunden. Die Runde endet in 3 Tagen. Okay. Das Problem ist bloß, dass eine gewisse Stufe ab Schiffen nicht mehr so wirklich viel hilft, weil du sie eh nicht Erfolg hast. Zumindest fühlt sich so an, als würde man sie bei weitem nicht mehr voll bekommen. Trotzdem verdienst du damit Millionen. Auch wenn es mal halbvoll waren. Weil dann trotzdem noch so viel transportieren wie 48 Schiffe von mir. Wahrscheinlich. Schätze ich jetzt mal. Okay, das macht keinen Sinn. Hier die Platzierung der erfolgreichsten Reedereien. Theoretisch Bereit gesehen machen kannst für du die bei nächste hiervon, Runde. wenn du alles verkaufst und auf eine Karte ein Tier 5 Schiff kaufst, sogar noch gewinnen. In dieser Runde Also gibt es 24 Punkte Siegpunkte für zumindest. gekaufte Schiffe Klasse 4. Am Ende der Runde gibt es Siegpunkte für diejenigen, die die meisten Schiffe einer größeren Klasse als alle Rivalen besitzen. Dachte, jetzt kommt eines ihrer Schiffes gesunken, aber war doch nur repariert. Bist du eigentlich in Manaus, in Brasilien? Manaus, wo ist denn Manaus? Ach, da. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich in Brasilien rumfahre, aber okay. Auch einer ist mir immer schlauer. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Meines der Schiffe ist für die reparieren. Okay.
große Frage, geht das Schiff Felix unter? Jesus. Warte halt actually nur darauf, dass, ob es jetzt untergeht oder nicht. Und? Ist es untergegangen? Bisher noch nicht, Ach so. aber Ja, dann geht's was doch. nicht ist, kann ja immer noch werden, ne? Ja, auf alle Fälle. Oh, mein rein da. Was? 4 Millionen zum Tanken? Bitte? Hey, tank doch mal. Mach mal voll die Hütte. Sind ja schon voll. Aber trotzdem 4 Millionen? Hallo, wo leben wir denn hier? Ja, immer voll machen, immer voll machen. Pack jetzt einfach alle Schiffe in Jeddah und lass die da reparieren. Wanda. Huey in das Schlotterhaus. Hier müsste ich vielleicht mal irgendwo hinkommen zum Reparieren hier nach Bangkok. Huey, du musst nach Bangkok fahren. Suchen sich aber auch immer die heilsten Schiffe aus zum Zollkontrolle. Eines ihrer Schiffe wird Kapern aufgehalten. mäßig. Problem ist, ich muss zumindest erstmal irgendwie in die Nähe davon fahren. Tja, 37 Millionen. Was? Ich spüre mich mental fertig machen. Mal eben kurz ein ganzes Schiff kaufen, indirekt, damit man das Schiff nur repariert, ey. Okay. Oh, meine Das ist Schiff. schön, dass ihr keine illegale Ware gefunden habt. Wundert mich jetzt eher weniger. Das Geile ist, Meine Güte. meine ganzen Chips sind alle so bei 30%. Huri. Huri, du musst irgendwie nach Bangkok kommen. Wäre echt nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, wenn man die Reparaturwerft in Jeddah sich kauft, hat man ja den goldenen Zahn gezogen wie sonst was, Alter. Mit so vielen Schiffen, wie ich da reparieren fahre, bist ja erst jetzt ja schon Milliardär. Ich meine, ich habe das Schiff für 37 Millionen, eins für 6 Millionen zum Auftrag gegeben. Also kann nicht so schlecht sein, würde ich behaupten. Gut ist, ich habe jetzt nur noch ein Schiff, was gerade nach Jeddah fährt, was Mann, ich komme nicht mehr hinterher hier. Das kann doch nicht wahr sein, ey. hast du auf einmal auch so viele Schiffe? Nee, das nicht, aber irgendwie gehen meine ganzen Schiffe kaputt. Ach so, na dann, kenne ich. Was? Warum kostet denn das auf einmal 100 RP in meinen gewissen Gebieten Dinger zu kaufen? Furi, warte mal, Furi, du bist kaputt, ne? Furi, wo stehst denn du, Furi? Furi muss nach Bangkok.
Cool, müssen wir noch nach Bangkok. Hauptsache, ich krieg da jetzt noch ein bisschen Geld mit. Die gehen aber ganz schön schnell kaputt, die Fische, ne? Das haben die echt hart gecodet. Warum bist du denn in Europa? Was willst du mit dem auf der Ecke da schon wieder, ne? Nee, das hat mich jetzt gerade echt gewundert, warum der auf einmal in Europa ist. So, du müsstest dann theoretisch mal nach Fremantle überfahren. Dass meine Schiffe gerade alle fertig repariert werden. Wenn man die dann wenigstens noch vollgetankt bekommen würde, wäre das alles hier ein bisschen einfacher. Da müsste ich ihn noch erst noch tanken, dann noch das und das. Da muss ich mich auch noch entscheiden, wo ich hinfahren will. Casablanca ist in Sydney. Bist du nicht Aber wir sind auch? am Ende der Folge Nein, angekommen. sind wir gar nicht. Ja, doch. Felix, sei ruhig da. Alles ist gut. Gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.